Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen TCG-Spezial. Und ich habe hier eine Tinbox von Yu-Gi-Oh! Und zwar die 25. Ja, Quarter Century Dueling Heroes Tin. Und ich bin mal sehr gespannt. Wir haben hier drei Megapacks mit jeweils 18 Karten drin. Und außerdem gibt es noch eine Promokarte in dieser Tin mit einem von diesen, ja, Monstern, sage ich es jetzt mal, die man hier an der Seite hat, ne? Also, ich habe mir schon ausgesucht, welche zwei ich davon gerne hätte. Und ich hoffe natürlich, dass wir eine davon ziehen. Ich zeige euch hier nur mal kurz einmal alle Seiten, wie immer. Ja, also ich hätte gerne entweder die Exodia oder natürlich den dunklen Magier, ganz klar. Ich glaube zwar nicht, dass wir die jetzt hier unbedingt dabei haben werden, aber ja, man kann ja mal hoffen. Es ist die deutsche Ausgabe, erste Auflage, und ich würde mal sagen, genug erzählt. Wir öffnen das Ding jetzt hier ganz vorsichtig mal. Ich muss bloß mal gucken, wo ich hier einen Anfang habe, damit ich die Tinbox nicht beschädige. All die, weil die soll nämlich hinterher noch mein Regal verschönern. Tinboxen haben mich schon immer fasziniert. Es gab bei Yu-Gi-Oh! Ja damals regelmäßig ganz, ganz tolle Tins. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Da bin ich leider raus. Habe ich mich auch nicht mehr großartig auf dem Laufenden gehalten, weil Yu-Gi-Oh! Ist einfach nicht mehr mein Hauptsammelkarten-Trading-Card-Game, Hauptsammelkartenspiel. So, von daher, ja, gut, wir machen sie jetzt auf. Achso, wollt ihr mal die Rückseite noch einmal in Nahaufnahme? Vielleicht interessiert sich ja jemand dafür. Ja, 25. Anniversary Tin Dueling Heroes. Es ist Zeit für ein Duell und Zeit, 25 Jahre Duellgeschichte zu feiern. Diese besondere Dueling Heroes Tin versammelt die berühmtesten Monster der Vergangenheit als Quarter Century Secret Rare Karten. Außerdem enthält sie extra große Mega Packs mit einigen der beliebtesten Karten aus den letzten Booster Sets. Jede Tin enthält drei verschiedene Megapacks mit jeweils 18 Karten. Jedes Megapack ist randvoll mit Karten aus den Booster-Sets Battle of Chaos, Dimension Force, Power of the Elements, Darkwing Blast, Tactical Masters and The Grand Creators sowie zusätzliche Karten in den Seltenheitsstufen Prismatic Secret Rare, Ultra Rare, Super Rare, Rare und Common. Als besonderen Bonus, hier steht es jetzt auch nochmal, erhältst du eins der Monster, die auf den Seiten dieser Tin abgebildet sind, als exklusive Quarter Century Secret Rare Karte anlässlich des Jubiläums. Und ich bin gespannt. So, wir machen sie auf. Ja, wir haben jetzt hier natürlich nicht die gewünschte Karte, sondern wir haben, oh Gott, jetzt muss ich hier, das kann man ja gar nicht lesen, Schwarzflügel Rüstungsmeister als, ja, Quarter Century Secret Rare, war das jetzt richtig? Habe ich das, Quarter Century Secret Rare Karte. Ich kenne diese Seltenheitsstufe noch gar nicht, sieht aber, ja, verdammt gut aus, würde ich sagen, ne? Sehr nice. Schöne Karte. Kommt erstmal beiseite. Und dann haben wir jetzt hier noch die drei Megapacks. Alle mit demselben Artwork. Und das war's dann auch schon, ja? Wir haben jetzt hier noch so einen Einleger aus Plastik. Ich lasse den erstmal drin. Ich muss mal gucken, ob der dauerhaft hier drin bleiben wird oder ob ich hier später irgendwas anderes mal reinmache. Mal schauen. So, die Tin erstmal beiseite, damit wir jetzt hier genügend Platz zum Auspacken haben. Ja, normalerweise hebe ich diese Dinger ja hier auch immer auf. Zumindest einen, aber ich habe mich heute dazu entschlossen, alle drei zu öffnen. Ganz einfach, weil ich es möchte. So. Ich hoffe, wir müssen jetzt hier keinen Kartentrick machen. Ja, es ist ein echt großer Batzen an Karten hier drin. Ich schiebe die mal kurz einmal hier rüber, damit wir die jetzt hier zusammen schön ausbreiten können. Ichirokos Hauptbuch, die erste Karte, eine Fallenkarte, und hier finde ich das Artwork auch sehr nice, gefällt mir gut. Dann haben wir, achso, das war jetzt übrigens, ja, eine ganz normale Common-Karte, also jetzt noch nichts Besonderes. Lichtgesetz Mittel, ja, Fee-Effekt, auch noch nichts Besonderes, also zweite Common-Karte, dann die dritte Raubpflanze Bufo Licula. Dann haben wir Eisjade Zinot Enyon Wiege. Auch noch eine Common-Karte.
Dinomorphia Grobian. Auch wieder eine schöne Fallenkarte. Ich finde das mit den Regeltext, also den Regeltexten hier auf den Karten auch immer Hammer, ne? Wie viel Text hier bei den Yu-Gi-Oh! Karten mittlerweile drauf gedruckt ist, gerade auch bei sowas hier. Libromant Fireburst. Schönes Artwork. So, dann haben wir jetzt hier die erste Super Rare. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, wir haben 6 Common Karten. So, und dann, wie gesagt, geht es jetzt hier los. Verkaufsverbot, die erste Super Rare. Ich werde die hier auf dem Tisch auch so ein bisschen sortiert hinlegen. Dann haben wir eine Ultra Rare. Naturia Segen, Goldschrift plus Holobild, müsste eigentlich Ultra Rare sein. Ne, seht es mir bitte nach, wenn ich die Seltenheitsstufen hier so ein bisschen durcheinander bringe. Ja, es gibt einfach so viele TCGs und ich öffne ja auf meinem Kanal auch so viele verschiedene. Magiertz Krieger der Relikte, auch wieder eine Ultra Rare. Oh. Illusion des Chaos. Mega nice. Ich glaube, das hier ist eine Ultra Rare, oder? Ist das eine Secret Rare? Nee, das müsste eine Secret Rare, glaube ich, sogar sein. Kommt auch beiseite. Dann Dinomorphia Teritia. Auch in Secret Rare. Hatten wir... Jetzt muss ich nochmal auf die Tin gucken. Prismatic Secret Rare, Ultra Rare, Super Rare, Rare und Common. Okay. Also könnte das eine Prismatic Secret Rare sein. Bin mir jetzt nicht sicher. Wie gesagt, dafür öffne ich das zu selten. Hier haben wir jetzt eine normale Rare-Karte. Exo-Schwester Gibrine. Haben wir noch Platz hier drüben für die Rare-Karten? Ja, haben wir. Unterweltritual der Wahrsagerei. Wieder eine Common-Karte. Dann Kagero, die Kanonen-Ninja. Auch wieder eine Common. DDD, Rebellenkönig Leonidas. Ja, verschiebt sich hier so ein bisschen. Königin der Unterwelt, Salmon. Ninjitsu-Kunstinstrument, Eisengräber. Und die letzte Karte nochmal. Rika Konkon. Ja, so, sind wir mit dem ersten Pack durch und wir haben jetzt hinten auch nochmal 6 Common-Karten gehabt. Das heißt, wir könnten theoretisch jetzt im nächsten Booster-Pack einen Kartentrick machen, wo wir die letzten 7 Karten nach vorne packen. Dann haben wir nämlich auch die Rare vorne mit dabei und danach kommt dann eben nur noch das besondere Zeug. Mal schauen, ob es funktioniert, wie ich mir das jetzt denke. Also... 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die 7. Karte müsste ja die Rare-Karte sein, die packe ich jetzt nach hinten. Dann müssten theoretisch jetzt 6 Common-Karten, dann eine Rare, dann wieder 6 Common-Karten und dann die Highlights kommen. So, gut, Labyrinth-Vorbereitung. Dann Baku, der Ungeheuer-Ninja. Dracheneinheit Senatus. Oh Gott. Amor Factor Pein, der imaginäre Drachoberherr. Meine Güte. Komplizierter geht's ja bald gar nicht mehr mit den Namen hier. Atem der Wiederbelebung. Amazonische Silberschwertmeisterin. Da haben wir jetzt die Rare-Karte und zwar Dogmatikaturgie. So, du kommst hier hin. Lustige Melfis. Die sehen ja auch wirklich nice aus. Ein schönes, cutes Artwork. Propagandake. Therion Ungleicher. Dunkler Vertrag mit Patentlizenz. Schreckensklaue Belohn. Großzahndrache. Und jetzt müsste die letzte Common-Karte kommen und... Jawohl. Dann hat alles funktioniert. Die Super Rare. Puppenmonster Bärbär.
Ah, die muss ich extra legen. Die muss ich nachher unbedingt meiner Frau zeigen. Die sieht ja mal mega aus. Super Rare hatten wir jetzt hier. Haben wir auch erst zwei Stück. Teron Schnitter Fum. Hier seht ihr jetzt den Namen nochmal. Amazonische Augusta. Auch mega aus. Schwarzflügel Schmal, Schamal, der Sandsturm. Schmal. Und die letzte Karte. Hungergift Raub Potenz Fusionsdrache. Was für ein Name. Aber auch wieder ein richtig krasses Artwork hier am Start. Manchmal erkennt man vor lauter Glitzer überhaupt nicht, was das sein soll, ja. Gut. Letztes Pack. Und wir machen nochmal denselben Trick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und es geht los mit Terror des Oberholzes. Dracobak oder Dracobek, der Reitdrachen. Labyrinth Sperrfeuer. Runischer peinigender Sturm. Exoschwester Vades. Runische Entzauberung. Dann haben wir jetzt hier die Rare-Karte, jawohl. Der abgeheuerliche Albalos. Abgeheuerlich, habe ich noch nie gehört, dieses Wort. Kommt auf den Rare-Stapel. XX Ausschluss. Schreckensklauen Grätsche. Libromanten Vorbeugung. Verbeugung wollte ich gerade vorlesen. Schreckensklaue Akro. Eisjade-Schöpfung Eisvogel. Eisjade-Erosion. Und da haben wir dann die Super Rare Naturia Kamelie. Dann Salamander Katalysator. Runischer goldener Tropfen. Auch ein schickes Artwork hier. Und die letzten beiden Karten. Oh, die sieht nice aus. Jenseits des Pendels. Und die letzte Karte. Kashtira Fenrir. Ja, sehr, sehr nice. Also ich bin zufrieden. Ich weiß natürlich nicht, ob die Karten jetzt was wert sind oder nicht. Ich habe mich mit Absicht nicht vorher informiert. Ich hätte auf Cardmarket gucken können, ja. Aber dann hätte ich mich auch wieder so ein bisschen gespoilert, was die Artworks angeht. Und ich lasse mich da immer gerne total überraschen, ne? Also mir gefällt es sehr gut. Meine persönliche Highlight-Karte jetzt vom Artwork her ist Puppenmonster Bärbär. Ganz klar, finde ich total cute. Ja, und ansonsten, ich finde diese Seltenheitsgrade hier, also ich weiß nicht, ob das diese Prismatic Secret Rare sein sollen, aber die finde ich vom Holo-Effekt her sehr nice. Ja, die gefallen mir echt gut. Aber insgesamt muss ich auch sagen, hier bekommt man auch eine ganze Menge geboten. Ja, klar, wieder jede Menge Common-Karten, aber das ist ja normal. Die hat man in den Boostern sowieso immer am meisten drin. Aber insgesamt gesehen, echt eine schöne Auswahl, muss ich wirklich so sagen. Ich finde das auch faszinierend, die sollen ja aus verschiedenen Sets sein, haben aber alle dasselbe Editionskürzel. Gut, das ist bei Yu-Gi-Oh! Eigentlich gang und gäbe, dass wenn man jetzt auch hier als Reprint eben in so einer Tin verschiedene Editionen vereint hat, nochmal, dass die dann trotzdem dieses Kürzel von der Tinbox haben, macht das für mich als Sammler auch einfacher mit dem Einsortieren, ja. Ich weiß nicht, wie viele Karten dieses Set umfasst, hier stand jetzt auch leider nichts dabei. Aber, hole ich mir nochmal so eine Tin? Vielleicht?
muss ich mal schauen. Ich finde es ganz nice und wenn ich mir nochmal so eine hole, kann ich mir auch gleich noch so ein Booster-Pack wegpacken für meine Booster-Sammlung. Und vielleicht ziehen wir dann sogar die Exodia oder den dunklen Magier, ne, die ich ja hier haben wollte. Also, das wäre schon cool. Auf jeden Fall bin ich zufrieden. Mir hat es echt Spaß gemacht, das hier zu öffnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.